Unser Ziel war, Ausrüstung für Airsoft-Spieler zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis zu produzieren, ohne bei Material und Verarbeitung Abstriche machen zu müssen. Die Plattenträger sind daher aus 500D-Nylon mit einer PU-Beschichtung anstelle weniger stabilen Polyesters. Wir verwenden sehr robustes Gurtband, hochwertige Klettverschlüsse und alle Nähte sind mit Riegeln verstärkt. Obwohl wir auf verspielte Features wie schneller Abwurf oder austauschbare Frontklappe verzichtet haben, wurde dennoch nicht an der Ausstattung gespart. Bei beiden Plattenträgern sind hochwertige Abstandspads zur besseren Belüftung und zwei massive Sabi-Dummy-Platten aus Hartschaum im Preis inbegriffen. Es sind zwei verschiedene Versionen verfügbar, der Plate Carrier Universal und der Plate Carrier Lightweight. Diese stellen wir euch heute vor. Wir beginnen mit dem Universal-Plattenträger. Dieser verfügt über einen Kummerbund mit drei Reihen Molle und ist auf ein Maximum von 135 cm Bauchumfang einstellbar. Hier sehen wir ihn mit dem montierten Assault Pack. Beide Plattenträger kommen mit einer abnehmbaren, mit Klett verschlossenen Triple Mag Pouch, die bis zu sechs Magazine der MP5 oder M4 Familie oder drei dickere Magazine wie G36, AK oder AUG aufnehmen kann. Die Magazine werden von einem elastischen Band straff gehalten. Der UPC verfügt über ein mit Klett verschlossenes Adminfach im Brustbereich für Karten und Kleinteile. Davor ist eine kombinierte Molle-Klettfläche für Patches. Die voll verstellbaren Schultergurte können mit Steckschließen schnell geöffnet werden. Unter der Frontklappe wird der Kummerbund mit Klettverschlüssen fixiert. Hier findet sich auch eine versteckte Mollereihe für weitere Taschen oder Zubehör. Hier sehen wir die Flecktarn-Version des UPC, wie sie auch bei uns im Shop erhältlich ist. Hier sehen wir die Innenseite mit den Abstandspads, die bei allen Plattenträgern nahezu identisch ist. Die Abstandspads, die jedem Plattenträger beiliegen, sind aus einem grobmaschigen und flexiblen Endlosgewebe und in grobmaschiges Mesh eingefasst. Trotz der Flexibilität lassen sich diese Pads nur schwer komprimieren. So halten sie die Plattenträger auf Abstand zum Körper und fördern so die Luftzirkulation. Bei Nichtgebrauch können die Pads auch abgenommen werden. Die Plattenträger kommen mit zwei robusten Sabi-Dummy-Platten aus Hartschaumgewebe. Diese Platten können bei Bedarf auch gegen andere Sabi-Dummies ausgetauscht werden. Die Hartschaumplatten können nach Belieben gekrümmt werden und behalten diese Form auch lange Zeit bei. Wir empfehlen, die Platten über Nacht und auch etwas stärker zu krümmen, so erzielt man den besten Effekt. Der Lightweight Plate Carrier ist der kleine Bruder des UPCs. Er ist ebenso gut verarbeitet wie sein großer Bruder, kommt aber leider ohne Kummerbund und Admin-Panel. Magazintasche, Abstandspads und Dummyplatten sind aber auch beim LPC im Preis inbegriffen. Ein breites und robustes Gurtband, das auch bis 135 cm verstellbar ist, ersetzt beim LPC den Kummerbund. Da dieses Band mit einer großen Steckschließe geschlossen wird, ist es noch einfacher, diesen Plattenträger schnell abzulegen. Hier sehen wir stellvertretend für alle Modelle und Farben den zerlegten LPC. Deutlich ist die fest vernähte, leichte Polsterung zu sehen. Ebenfalls gut zu sehen ist auch die wasserdichte PU-Beschichtung des 500D-Nylons und die verstärkten Riegelnähte. Die Kombination aus Beschichtung, Materialwahl und verstärkten Nähten garantiert die Langlebigkeit der Plattenträger. Auf der Rückseite steht bei beiden Plattenträgern ein Tragegriff und 5x5 Molle-Schlaufen für Erweiterung zur Verfügung. Auf der linken Seite der Rückenplatte findet sich bei beiden Modellen ein Ausgang für Kabel und Schläuche. Der ist leicht vorgeschnitten und kann bei Bedarf erweitert werden. Und zwar sehr wichtig, ein Set zusammenzustellen, das sowohl preiswert als auch gut ist. Während wir auf bestimmte Features verzichtet haben, war uns Ergonomie und Out-of-the-Box-Spielbarkeit sehr wichtig. Daher haben wir uns auch für die Abstandspads entschieden und liefern jeden Plattenträger mit zwei sehr guten Dummy-Platten aus, die den Begriff auch verdient haben. Auch die Triple Mag Pouch war eine bewusste Entscheidung, da sie das universellste Modell darstellt.
Sicher gibt es modernere Designs, aber diese Tasche deckt nahezu alle Anwendungen, von MP5 über M4 bis hin zu AK und G36 ab. Daher war sie für uns die erste Wahl. Damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Vorstellung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch bei uns. Wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Bis bald, bleibt gesund, wir sehen uns.